Ready to start, würde ich sagen, für das Rennen. Immer los. Der Tag des Rennens ist gekommen und nun ist es Zeit, allen zu zeigen, ob du mit Starshine den großartigsten Ritt durch den Wald wiederholen kannst. Sabine ist deine Gegnerin und sie zeigt dir deutlich, dass sie dich nicht leiden kann. Aber davon lässt du dich nicht beeindrucken. Schließlich hast du in den anderen Mädchen gute Freundinnen gefunden. Vor allem aber ist Starshine dein treuester Freund. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Heute ist der Tag des Rennens. Ich gehe wohl besser zum Hermann und den Mädchen und rede mit ihnen, damit ich wirklich vorbereitet bin. Erstmal Hermann. Oder? Nun ist der Tag da, Lisa. Du hast ja bereits unter Beweis gestellt, dass was für ein mutiges und einfallsreiches Mädchen du bist. Du wirst jetzt in einem Rennen gegen Sabine antreten. Kahn ist schnell, aber Starshine hat trotzdem einfach Chance. Ich werde dich anfeuern, Lisa. Übrigens, ich habe gehört, du machst auch Musik. Ganz egal, wie das hier ausgeht, ich würde dich sehr gern mal einmal spielen hören. Hier hast du meine Handynummer. Ruf mich doch mal an, wenn du Zeit hast. Okay. Da kommt sie mit Kahn. Hallo Lisa, mach dich auf was gefasst. Du und dieses nichtsnutzige Gaul, ihr werdet euch heute ganz mächtig blamieren. Oh, hallo Josh, was hast du denn mit der zu schaffen? Hallo Sabine, hallo Kahn, ich wünsche ihr nur viel Glück, das ist alles. Beachte sie einfach gar nicht, Lisa. Jetzt sitz auf und glaube nur an dich selbst und an Starshine. Ich mit den beiden noch reden. Mit Starshine bist du unschlagbar. Sagt sie. Viel Glück mit Sabine, hast du einen harten Gegnerin. Okay, werden wir das schaffen, ist die Frage. Das Rennen besteht aus drei Läufen. Für einen Lauf muss die Rennbahn dreimal umrundet werden. Die erste, die nach dreimaligen Umrundungen die Ziellinie erreicht, hat den Lauf gewonnen. Die beste aus allen drei Läufen ist die Siegerin des großen Rennens. So, es geht los. Habe ich überhaupt eine Chance? Das ist die Regeln. Denkt dran. Drei Läufe mit je drei Runden. Best auf drei Läufen. Die Siegerin möge die beste Reiterin gewinnen. Okay. Zwei. Eins. Mal sehen, wie Starshine sich schlagen wird. Nummer 1. Und sie ist hinter mir, wie es aussieht. Bin echt gespannt von den anderen die Pferde kennenzulernen. Oh nein, oh nein, oh nein.
Ich darf sie nicht vorlassen. Du hast diesen Lauf gewonnen. Ich hab's geschafft. Wir haben den ersten Lauf des Rennens gewonnen. Kaum zu glauben, dass Darshan gestern noch verletzt und krank war. Du hast einfach nur Glück gehabt. Was ab im nächsten Lauf bin ich schneller als du. Okay, Zeit für den zweiten Lauf. Halt dich bereit. Auch wieder dreimal. Ich darf sie nicht vorlassen. Toll. Das hat sich ja wohl schon erledigt. Ich will diesen Lauf am besten noch mal wiederholen. Darf ich von ihr nicht ablenken lassen? Nur weil ich gestürzt bin. Oh, du hast nicht die geringste Chance. Ich hab's nicht geschafft. Sabine ist einfach so gut. Im nächsten Lauf muss ich besser sein, vielleicht. Okay. Ganz kurz in mir gehen. Dann für den dritten Runde, dann den Endlauf. Jetzt zeigt dem Publikum, was ihr drauf habt. Ich darf nur nicht irgendwo gegenrennen. Da muss ich jetzt aufpassen. Darf sie auch nicht vorlassen diesmal. Hätte ich diesen Unfall nicht gebaut. Los, Darshan, wir schaffen das. Oh, wir dürfen nicht vorlassen. Sabine, du bist der... nee, Starshine, du bist der Beste. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Heute hast du vielleicht Glück gehabt, aber glaub mir, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Siegerehrung. Das ist wohl... Du hast es geschafft, Lisa. Ich freue mich so, dass du unseren Stall gehörst. War super, Lisa. Es ist schon komisch, aber dank Starshine sind wir alle, Linda, Alex, du und ich, sehr gute Freundinnen geworden. Ja, das ist toll. Ich denke auch, dass das der Beginn einer langen und schönen Freundschaft ist. Boah. Das ist das Ende von Episode 1 gewesen. Ein schönes Finale für Folge 1 gewesen. Bin gespannt, was jetzt hier noch kommt.
Ein junges Mädchen und ein ganz besonderes Pferd sind durch einen starken Band miteinander verbunden. Ein Band, das in dunklen Zeiten auf die Probe gestellt wird. Wird, um sich dann noch weiter zu festigen, in Jorviken lauert. Eine finstere, unheimliche Macht und die Zeit wird es an den Tag bringen, dass einzige und allein die Freundschaft des vermag, gegen diese Macht anzukommen. Okay, oben werden sogar die Sterne angezeigt, wie viel es ungefähr ergibt. In diesem Kapitel ungefähr? Ich weiß es nicht. Interessant, was so in der finalen Folge das Rennen passiert ist. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Ende mit Folge 1. Und dann starten wir bald das nächste Mal schon in Folge 2 rein. Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.